Hier haben wir für euch das Entscheidungsspiel zusammengestellt. Türkspor Dortmund gegen den FC Brünninghausen. Die siegreiche Mannschaft war also qualifiziert dann für das Endspiel. Und der Verlierer durfte antreten im 8-Meter-Schießen im Spiel um Platz 3. Ibrahim Bulut, und die Partie ist jetzt gestartet. Toll. Letzte Chance für Anna. Da ist es. Mit der Nummer 7. Er trifft für Türkspor Dortmund. Es ist Ilias Anan. Und das ist so ein bisschen die Duplizität der Ereignisse, wie schon im vierten Finalspiel gegen den FC Rosch. Genau aus der Position hat Ilias Anan da auch das 1:0 für Türkspor erzielt. Das macht er super mit seinem starken linken Fuß. Aber sofort die Antwort von Julian Trapp zum 1:1. Das ging schnell. Ja, dann schön gesehen, dass das kurze Eck frei ist. Wieder im Angriff über Bulut mit der Chance und dem nächsten Tor. Ibrahim Bulut besorgt es. 2:1, 3 Minuten 23 vor dem Ende der ersten Hälfte. Da löst er sich mit 2-3 schnellen Schritten von seinem Gegenspieler, ist völlig frei und nutzt die Chance sofort. Das ist Hasani und seinen Jungs zu unterstützen und jetzt erstmal die Möglichkeit, der ist der Ausgleich! Da ist er! Wunderschönes Tor. Auch super lange gezögert und dann den Ball im richtigen Moment ins Tor geschossen. Ja, das können diese Überraschungsmomente sein. 2:2 stehen wir jetzt hier vor der Halbzeit und wir sind immer noch nicht irgendwie weiter, ne, mit unserer Entscheidung, wer hier ins Finale einzieht. Hier sehen wir sie, die Bank vom FC Brünninghausen. Ja, alle fiebern jetzt natürlich mit. Türkspor Express schon wieder und da ist er drin. Ist das Tor! Und es war der Top-Torjäger Pascal Schmidt. 21. Treffer, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ich denke, die Torjägerkrone ist ihm kaum noch zu nehmen. Aber da muss man auch erstmal stehen. Ja, aber Anis El Amassi war ein bisschen zu weit weg von ihm. Das hat Leon Broder immer auch noch mal gesagt nach dem Tor. Insgesamt wirklich muss man auch sagen, der Schiedsrichter hat das hier richtig gut im Griff. Und jetzt die Möglichkeit! 4:2! Ilias Anan! Ja, und das könnte die Vorentscheidung gewesen sein. Hervorragend. Mit links nochmal der Sohnzieher und mit rechts verwandelt. Technisch perfekt. Wie wichtig dieser Spieler einfach ist. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, vom TuS Rödinghausen in allen Spielen maßgeblich daran beteiligt, dass sein Team jetzt hier kurz vor dem Einzug ins Finale steht. Monotekin hier mit der Riesenmöglichkeit auf 4:3 zu stellen. Dann wäre es wirklich nochmal extrem spannend geworden. So bleiben dem FC Rödinghausen nur noch 59 Sekunden. Rödinghausen bemüht. Jetzt die Möglichkeit, er trifft den Ball nicht voll. Das Vorspiel, ganz richtig, genau, dieses Stürmerfoul gab es. Stürmerfoul war ich. Das Foul an dem Spieler El Massassi. Richtig schön zu sehen, den Vorteil abgewartet. Ja, und jetzt die Riesenmöglichkeit nochmal. Florian Gondrum and Friends, hier nochmal zurückzukommen mit dem dritten Treffer. Und dann bleibt ja noch ein wenig Restzeit. Ja, also machen Sie hier das Tor, dann ist noch genügend Zeit zum Ausgleich. Ja, der Anlauf ist schon ziemlich weit. Wundert mich auch, dass er so weit weg ist. Vielleicht noch mal einen Schritt näher dran. Aber jetzt gab es eine 2-Minuten Zeitstrafe gegen Ömer Akman. Irgendwas hat es da gegeben. Ja, es gibt eine 2-Minuten Zeitstrafe und jetzt wird es erst recht spannend. Brünninghausen jetzt ein Tor machen darf, Akman natürlich sofort wieder aufs Feld. So, aber Überzahlspiel für Brünninghausen und damit die Chance, vielleicht doch nochmal was zu machen. Aber es muss schneller gehen. So viel Zeit haben sie nicht mehr. Ja, auf Ballverlust. Zeit. Jetzt das Foul von Ritter Toll. Hey, ja, das ist natürlich alles sehr unnötig. Zwei Minuten. Ja.
Das Foulspiel hat der Spieler natürlich auch, man sieht es hier, ja, dankend angenommen. Toll nochmal. Super gedreht, klasse gehalten. Wir gratulieren Türkspor Dortmund zum Einzug ins Finale. Und es tut uns leid um den FC Brüninghausen. Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Jetzt bin ich schon wieder da. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich fragen soll. Ich frage jetzt einfach mal. Die letzte Minute, die hat Nerven gekostet, besonders die. Ja, auf jeden Fall ist das normal. Beide wollen ins Finale, da geht es um alles irgendwie. Und dann ist auch mal ein bisschen dabei, dass es kracht. Das wollen wir aber auch, trotzdem war es fair. Ja, und geil, dass wir jetzt im Finale sind.